Hallo und willkommen zu Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Ernährung. Du musst nicht nur mit dem Munde, du musst auch mit dem Kopf essen. Denn ansonsten wird dich die Nahrhaftigkeit des Mundes zugrunde richten. Friedrich Nietzsche. Immer mehr Menschen entscheiden heute nicht nur mit dem Gaumen, sondern auch mit ihrem Kopf, was auf ihrem Teller landet. Bio ist Trend und auch die Nachfrage nach regional und nachhaltig produzierten und fair gehandelten Produkten steigt. Die heutige Sendung steht deshalb ganz im Zeichen des Bio-Lebensmittelhandels in Berlin und Umgebung. Doch zunächst ein kurzer Überblick. Bio-Essen ist dieser Tage sprichwörtlich in aller Munde. In vielen Cafés werden, genauso wie im Discounter und auf Wochenmärkten, neben konventionellen Speisen und Lebensmitteln auch solche angeboten, die das Label Bio tragen. Die Auswahl an Bio-Siegeln ist mittlerweile unübersichtlich groß. Neben dem EU-Bio-Logo gibt es das deutsche Bio-Siegel, das seit 2001 vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vergeben wird. Seither wurden damit bundesweit über 56.000 Produkte gekennzeichnet, die die EU-Öko-Verordnung einhalten und aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft stammen. Neben den staatlich geprüften Siegeln und den Handelsmarken der Supermärkte und Discounter gibt es auch Bio-Siegel von Bauernverbänden, die hinsichtlich der Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Zu welchem Bio-Siegel der Verbraucher greift, ist also entscheidend dafür, welche Qualität später auf seinem Teller landet. Aber auch dafür, wie viel Geld beim Einkauf über den Tresen wandert. Immer mehr Menschen achten darauf, Bio zu kaufen. Ob aus gesundheitsbezogener Motivation oder um der Natur wieder näher sein zu können. Und der Markt reagiert. Bioläden gehören längst zum ganz normalen Stadtbild. Und auch die Discounter ziehen mit beim Bio-Boom. Doch was steckt hinter den Kulissen der Bio-Lebensmittelproduktion? Und ist überhaupt alles Bio, was glänzt? Denn Bio heißt nicht immer auch gleich nachhaltig produziert. Und vom Produzenten bis zum Konsumenten legen auch Bio-Lebensmittel manchmal lange Wege zurück. Wie die Produktion, der Vertrieb und die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln im Genauen aussehen, darüber haben wir uns mit der Wirtschaftsgeografin Frau Dr. Karin Wessel von der Humboldt-Universität zu Berlin unterhalten. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und auch das Angebot ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Vor allem durch diverse Lebensmittelskandale und die Förderung ökologischer Landwirtschaft. Seit den letzten 10 Jahren können wir beobachten, dass sich die Nachfrage vervierfacht hat. Andererseits die Anbaufläche sich allenfalls verdoppelt hat. Das ergibt natürlich verschiedene Probleme. Einerseits wird mit Öko verbunden, dass auch diese Produkte regional sein sollen, auch saisonal und auch fair erzeugt. Das war der Ursprungsgedanke. Andererseits ist die Nachfrage inzwischen so weit gestiegen, dass sie aus regionalem Anbau gar nicht mehr gedeckt werden kann. Sodass wir inzwischen beobachten können, dass sehr viele Produkte auch importiert werden. Produkte, die hier nicht angebaut werden können, da ist klar, dass der Import notwendig ist. Aber inzwischen ist es so, dass selbst bei den heimischen Produkten bis zu 50, teilweise bis zu 80% importiert werden. Diese Importe beeinflussen natürlich die Preise hierzulande. Auch die Vertriebswege ändern sich. Die Warenketten haben sich natürlich durch diese dynamische Entwicklung verändert. Früher hatten wir kurze Ketten vom Erzeuger zum Verbraucher hin. Heute ist es so, dass der zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher noch verschiedene Verarbeitungsstufen gegebenenfalls, aber eben auch der Großhandel und dann der Einzelhandel liegt. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Gewichtung und der Einfluss der einzelnen Akteure innerhalb dieser Kette verändert hat, dann stellen wir auch im Bereich des Biomarktes fest, dass der Einfluss der Erzeuger auf die Preise immer geringer wird. Die Gefahr besteht, dass Landwirte von ihrer Produktion wirtschaftlich nicht mehr überleben können, am längeren Hebel sitzen, wie auch bei vielen konventionellen Lebensmitteln, wir Verbraucher und natürlich der Einzelhandel. Dadurch, dass wir so eine starke Nachfrage nach Bioprodukten haben, hat sich natürlich auch der Einzelhandel darauf eingestellt. Wir haben auf der einen Seite das Phänomen, dass die Bioläden, der Bio-Einzelhandel, filialisiert wird. Das heißt, wir haben große Bio-Supermärkte, Supermarktketten und wir haben zusätzlich seit geraumer Zeit
den Effekt, dass der konventionelle Einzelhandel, also die Discounter, in ihr Sortiment Bioprodukte mit aufgenommen haben. Mit der Bezeichnung Bio lässt sich eben mehr Geld verdienen, egal woher die Lebensmittel kommen. Sofern die Bioprodukte aus dem EU-Raum kommen, unterliegen sie den gleichen Standards wie hier unten in Deutschland. Da haben wir also, wie gesagt, dieses EU-Bio-Siegel. Wenn sie außerhalb des EU-Raumes kommen, wird geprüft, wenn sie hier in den EU-Raum importiert werden. Allerdings überwiegend anhand der Dokumentenlage. Es werden nicht unbedingt oder nur stichprobenartig tatsächliche Kontrollen im Hinblick auf den Gehalt von Pestiziden oder was auch immer durchgeführt. Wir haben allerdings, und da war ja auch gerade im letzten Dezember wieder eines dieser Skandale, schon den Fall, dass einfach konventionelle Lebensmittel umdeklariert werden als Bio, EU-Bio-Lebensmittel und dann hier in den EU-Raum importiert werden oder auch innerhalb der EU gehandelt wird. Dieses Phänomen wird sicherlich auch weiterhin ein Problem sein, denn der Biomarkt wächst. Und das heißt, es ist ein Geschäft damit zu machen. Bioprodukte werden teurer gehandelt als konventionelle Produkte. Und da wird es immer kriminelle Energien geben, dies auch auszunutzen. Die Kontrollsysteme innerhalb der EU müssen also weiter verbessert werden, damit dort, wo Bio draufsteht, auch wirklich Bio drin ist. Wer sich eingehender mit dem EU-Bio-Siegel und dem Ökolandbau beschäftigen möchte, der findet auf der Internetseite www.bio-siegel.de weitere Informationen. Für diejenigen, die sich saisonal ernähren möchten und dabei ganz sicher sein wollen, dass sie nur auf Obst und Gemüse aus ihrer Region zurückgreifen, diejenigen haben die Gelegenheit, Mitglied einer sogenannten Versorgungsgemeinschaft zu werden. Dabei schließen sich Menschen mit dem Interesse an ökologischen Produkten aus der Region zusammen, mit dem Wunsch, die kommerziellen Pfade zu verlassen und die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu unterstützen. Eines dieser Projekte in Kooperation mit dem Gärtnerhof Staudenmüller im brandenburgischen Fiedmannsdorf haben wir für euch besucht. Donnerstag, 19 Uhr. Im Neuköllner Café Couscous herrscht rege Betriebsamkeit. Die Mitglieder einer Initiative für solidarische Landwirtschaft laden Gemüse aus. Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit mehreren Privathaushalten zu einer Versorgungsgemeinschaft zusammenschließt. Die Gruppe verpflichtet sich, monatlich einen festgesetzten Betrag an den Hof zu zahlen. Der Hof wirtschaftet mit diesem Geld und stellt den Abnehmern und Abnehmerinnen im Gegenzug die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zur Verfügung. Der Landwirt Simon ist seit 6 Jahren dabei und liefert derzeit Gemüse an die Neuköllner Initiative. Für ihn gibt es zur solidarischen Landwirtschaft keine Alternative mehr. Ich möchte mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die möchte ich möglichst kennen. Von denen wünsche ich mir mehr als nur Geld. Dass man jetzt auf einer Ebene zusammenkommt und sagt, okay, wir wollen zusammen wirtschaften, wie können wir es regeln? Das ist einfach eine neue Qualität, die im Wirtschaftsleben so nicht üblich ist. Gemeinschaft und gemeinsame Verantwortung sind also zentrale Elemente im Alltag der Versorgungsgemeinschaft. Die Tour mit den Leuten, die ich mitgebracht habe, zusammen die Tour zu fahren und also die Auslieferung zu machen, das ist schön. Michael ist seit einem Jahr aktives Mitglied der Neuköllner Versorgungsgemeinschaft. Zusammen mit seiner WG war er bereits einmal auf dem Gärtnerhof Staudenmüller, der die Gemeinschaft Neukölln versorgt. Wir haben es geschafft, letztes Jahr über Christi Himmelfahrt zu dritt dahin zu fahren und haben dann von donnerstags bis sonntags kräftig mitgeholfen beim Unkrautziehen und Setzlinge pflanzen, Sachen zusammenfegen, Kuhdung sammeln, alles was man so macht auf so Bauernhöfen. Also wir haben gezeltet, das Wetter war gut, man hat die anderen Leute aus der Versorgungsgemeinschaft kennengelernt. Neben diesen Erfahrungen gefällt Michael vor allem, dass das Gemüse regelmäßig an die Versorgungsgemeinschaft geliefert wird. Also es ist toll, dass man immer frisches Gemüse hat und so einen gewissen Zwang, das auch zu konsumieren und zu kochen. Und dadurch lebt man, glaube ich, etwas gesünder, als wenn man jetzt jedes Mal im Supermarkt vor die Entscheidung gestellt wird, ob man eine Tiefkühlpizza oder doch das frische Obst kauft. Außerdem lernen die Mitglieder der Versorgungsgemeinschaft auch Gemüsesorten aus der Region kennen, die sie bisher noch gar nicht kannten.
Wir mussten dann erstmal bei Wikipedia nachgucken, was denn zum Beispiel, wie hießen sie noch gleich, Posteleien sind, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, was das ist und was man damit anstellt und ob man das roh isst oder kocht oder schneidet oder einfriert. Inspiriert von den Berichten der Neuköllner Versorgungsgemeinschaft machen wir uns am nächsten Morgen auf den Weg ins brandenburgische Fiedmannsdorf. Auf dem Hof der Familie Staudenmüller wollen wir mehr darüber erfahren, wo das Gemüse der Neuköllner eigentlich herkommt. Ja, hallo, ich bin Martin. Zusammen mit Ortrun, unseren Kindern, zahlreichen jungen Menschen und einigen Leuten aus dem Dorf bewirtschaften wir diesen Hof hier. Seit 23 Jahren wirtschaften die Staudenmüllers auf ihrem Hof biologisch dynamisch. Das Konzept der solidarischen Landwirtschaft bietet für sie dabei einen entscheidenden Vorteil. Dadurch, dass wir mit den Mitgliedern Jahresverträge abschließen, ist sozusagen die Abnahme unserer Produkte garantiert. Das heißt, man ist nicht so den Schwankungen des Marktes unterworfen, man ist nicht, muss nicht irgendwelche Feiertage berücksichtigen, lange Wochenenden oder Moden, die gerade das Einkaufsverhalten bestimmen, sondern es ist einfach eine Verbindlichkeit drin, die beiden gut tut. Für viele Abnehmer und Abnehmerinnen der Staudenmüllers ist die hohe ökologische Qualität und Saisonalität des Gemüses und der direkte Bezug zum Erzeuger ausschlaggebend für die Unterstützung des Hofes. Aber auch für Martin ist der Kontakt zu den Abnehmern aus der Stadt wichtig. Was uns wichtig ist, in die Stadt zu tragen, ist einfach ein Bewusstsein dafür, woher kommen die Produkte, die bei uns auf dem Tisch oder auf dem Teller landen. Auf welche Weise werden sie angebaut? Man geht dann auch anders mit den Produkten um. Die Produkte kriegen einen anderen Wert und man konsumiert die nicht so leicht hin und wirft so leicht hinweg, sondern es hat einfach eine andere Wertigkeit. Zum Schluss interessiert uns noch, ob sich die solidarische Landwirtschaft auch jenseits von ökologischen und gemeinschaftlichen Aspekten, nämlich in finanzieller Hinsicht, lohnt. Der Hof ist noch nicht pleite nach den 23 Jahren, also es geht immer irgendwie. Im Betriebsrat würde sich zwar wundern, dass es geht, aber es spielen offensichtlich noch Faktoren damit rein, die nicht nach Zahlen und Gewichten oder rechnerisch zu beurteilen und zu bewerten sind. Also ich möchte mit niemandem tauschen. Momentan gibt es in Deutschland etwa 25 solcher Initiativen und das Interesse wächst. Auch wenn das Konzept der solidarischen Landwirtschaft in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, bei weitem mehr gepflegt wird. Ob sich diese Initiativen auch hier in Deutschland durchsetzen können, das wird die Zeit zeigen. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, dann könnt ihr euch gerne weiter informieren unter www.solidarische-landwirtschaft.org. Das war die 7. Ausgabe von Draufsicht, was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Ernährung. Die nächste Sendung widmet sich dem Thema Kapitalismus, wenn ihr wollt. Bis dahin.